Hallo zusammen und willkommen zurück bei Fishing Barren Sea. Und wir haben jetzt unser drittes Schiff. Sehr schön. Das ist die Scotland. Habe ich natürlich wieder so genannt. Und ja, wir haben mittlerweile 3-Mann-Besatzung. Alle drei tun gerade nichts, ruhen sich aus. Während wir hier kartenmäßig zu einem Spot fahren, wo wir hier noch 2 Leinen ausgelegt haben. Da fahren wir mal eben hin. Das Schiff ist fast vollständig ausgebaut schon. Ich musste natürlich einen Kredit aufnehmen. Und ja, 2,5 Millionen Kredit aufgenommen. Ja, kleiner ging es nicht. Aber so konnte ich wenigstens gleich in einer Rutsche das Schiff ausbauen. Das ist jetzt optisch nicht so schön. Es sieht halt aus, als ob hier ein Stück fehlt. Machen wir gleich, wenn es mal hell ist, mal eine kleine Bootsbesichtigung hier. Ist auf jeden Fall interessant, mit mehr Leuten hier das Personal koordinieren und halt da will ich hin. Ist jetzt zwar nicht das schnellste Schiff, aber es hat ein super Sonar. Da kann man richtig schön aufdecken. So. Und holen wir uns mal hier die Leine an Bord. Zack. Das ist jetzt nicht optimal hier die Leinenposition gewesen. Und wir waren hier noch auf Rotbarsch. Und Rotbarsch ist jetzt schon ein bisschen knapp und rar hier in der Gegend. Zumindest an den Spots, die ich hier kenne. Aber das nehmen wir noch mit. Ich weiß noch nicht, ob ich noch einen Auftrag eventuell dafür habe. Aber ich glaube nicht. Upsa. Wäre uns fast weggegangen. Nein, wir wollen nicht ausnehmen. Wir gucken mal ins Logbuch. Aber einen Auftrag hatte ich nicht. Nein, der ist schon erledigt. Und das war auch alles erledigt. Gut. Dann schicken wir unseren Georg zum maschinellen Ausnehmen. Das sind 655 Fische. Das ist schon recht ordentlich. Und ihr beide könnt stapeln. Und dann läuft das. So. Wir fahren natürlich zum zweiten Spot hin, aber da sollten wir wirklich warten, bis sich das halbwegs lohnt. Er ist grün, liegt 16 Stunden aus. Ah, wir fahren noch ein bisschen hier rum. Wir fahren hier noch einmal um die Insel rum. Und dann sollte es eigentlich blau werden. Oh, ist jetzt schon blau. Ist jetzt schon blau. So. So. Dann können wir auch gleich die Schiffsbegehung machen. Oh, wir haben schon alles eingetütet. Dann kann Georg hier sich ausruhen. Und wer kann denn besser einfrieren? Ungefähr beide gleich gut. Obwohl, wir brauchen dich jetzt sowieso wieder beim Maschinellen ausnehmen und du kannst beim Stapeln bleiben. Geht ja gleich weiter hier. Bin ich natürlich bei einer durchgefahren. Egal, dann nehmen wir von hier. Wir müssen nur einen kleinen Wendekreis hier fahren. Dann gucken wir uns gleich mal an. Das ist jetzt wirklich blöd. Dann gucken wir uns gleich mal an, wie sie bei uns an Bord arbeiten. Ob hier überhaupt gearbeitet wird. Ne. Das ist ja der Wendekreis von dem Ding. Da gibt es noch einen Teil, da kann man für 500.000 noch so ein Seitenruder oder was erwerben, aber ich finde das jetzt nicht so nötig. Aber wir sind schon viel zu schnell. Oh, jetzt aber einmal Gas geben.
sonst sieht es eigentlich mit dem Wetter aus? Ja, es wird bescheidener auf jeden Fall. Und ab dafür, Leine rein. Drei Prozent. Der letzte Rotbarsch. Müssen wir auch gleich mal nach den Quoten gucken. Ich weiß nicht, ob das irgendwann gepatcht wurde oder so. Er übernimmt auf jeden Fall die Quoten mittlerweile. Es sind ja jetzt zwei Patches innerhalb von kürzester Zeit erschienen. Zack. Diesen Absturz gibt es aber nach wie vor. Plötzlich diesen, ja, es ist Crash to Desktop, ich glaube, aber mit Fehlermeldung. Allerdings tritt er bei mir nur auf, nachdem ich abgespeichert habe und eh das Spiel beenden will. Also im Spielfluss wurde ich bisher noch nicht gestört. So. Fertig. So. Das gucken wir uns mal in unserem Cockpit um. Auf der Brücke. So. Jetzt stehen wir aber mal auf. Hier eine schöne Couch zum Relaxen. Finde ich ganz nett gemacht. Ein Fernseher könnte hier noch sein. Sehr, sehr schön. So, dann gehen wir mal hier raus. Bin selber hier auch noch nicht rumgelaufen, deswegen weiß ich gar nicht, wo wir überall hinkommen. Hier vorne zum Anker. Hier können wir nichts machen. Aber hier können wir auf jeden Fall wieder hochgehen. Da können wir zum Arbeitsdeck gehen. Das ist gut. Ja, dann gehen wir mal zum Arbeitsdeck. Brauchen keine Treppen steigen. Das ist schon mal viel wert. Hier ist der Georg mit seiner Pantomime-Show. Wie er den Fisch maschinell aushebt. Hier gehen wir wieder zum Oberdeck. Da kommen wir nicht lang. Okay, die anderen können wir nicht irgendwo sehen. Da ist der verpackte Fisch. Nö, scheinbar nicht. Schade. Sehen wir die anderen gar nicht beim Arbeiten. Hier sind wir auf jeden Fall auch am Start, wenn wir hier den Fisch einziehen. Die Leinen einziehen. Vielleicht habe ich oben noch was übersehen, aber nee, wir müssen ja automatisch sowieso hier durch. Das ist ein bisschen schade. Können wir die anderen gar nicht angucken. Nun gut. Wir gehen hier wieder auf Position. Okay, die hat auch momentan nichts zu tun. 104 Level. Es geht schon. So, wir wollen jetzt noch Kabel ja auch auslegen, weil da ist der Preis noch mal gestiegen. Ich würde sagen, wir fahren zuerst hier vorne hin. Beste Kabeljau-Spot ever. Und da versuchen wir mal zwei Leinen auszulegen. Sander ist zu erschöpft zum Arbeiten. Er macht auch Pause. Hier kannst du den Burger reinpfeifen. So, ein bisschen beschleunigen. Er ist auch inaktiv, kann er sich auch ein bisschen ausruhen. Und die friert noch ein. Gut, sollen sie machen. Noch 7 Tonnen frei. Okay, da kommen wir jetzt eh nichts. Nicht mehr ran. Die gute 100 Meter Leine. Und fertig. Und die andere. Fahren wir jetzt wieder hier hoch und legen die da hin. Da oben wäre natürlich auch interessant, ne? Ja, komm. Legen wir da aus.
und dann können wir da verkaufen. Je nachdem, wie es zeitlich so läuft. So, gucken wir mal hier. Ist auch inaktiv. Haben aber alles eingetütet. Was fehlt denn jetzt noch? Gestapelten Fisch haben wir und gefrorenen Fisch. Also müssen wir noch weiter stapeln, ne? Ruhen sich noch aus, aber egal. Ihr könnt jetzt hier stapeln noch. Seht zu. Sind ja gleich da. So. Ne, hier wollen wir nicht hin. Hier wollen wir hin. Alles weg. Vertütet. Ja. Jetzt dürft ihr euch ausruhen. Und der Georg kann auch ein bisschen kochen. Dann könnt ihr euch hier noch was reinfahren. Wir schmeißen hier eben noch eine Leine raus von 100 Metern. Und dann fahren wir nach Akkafjord. Ja, ich glaube, so heißt das Kaff da oben. Ich habe ja auch offscreen hier ein bisschen gefahren, ne? Bis dahin. Und jetzt gibt es hier nur noch hier oben einen unentdeckten Ort noch. Und hier halt das offene Meer. Ich weiß gar nicht, ob wir da mit unseren überhaupt hin können. Keine Ahnung. So, jetzt sollten wir aber langsam. Ja, er ist fertig. Nein, nicht die Lampe anmachen. Wir wollen hier. Abmarsch. Nach Akkafjord. Tanken wird auch wieder teuer. Weil 9.500 Liter gehen hier in den Kahn rein. Das ist nicht ohne. Hier kriegen wir jetzt zwar nicht so einen tollen Kurs, aber Berufssteigerung. So. Einmal anlegen und verkaufen. 235.000. 7%, 3%, 4% unsere drei Mitarbeiter. 14% Gesamt. Und die haben sogar einen Auftrag hier. Da dürfen wir keine Schnellreise benutzen. Ja, das hier ist Schellfisch. Nö, nö. Wir gehen eben mal zum Fischmarkt. Muss mal hier eben gucken. Wir haben, glaube ich, noch. Nee, ganz gut. Eine Köderleine haben wir noch. Eine haben wir rausgeschmissen. Das ist dann auch gut. Dann brauchen wir nur noch tanken. Gucken wir eben nochmal auf die Karte, wann wir den ersten hier unten rausgeschmissen haben. Vor 10 Stunden. Da kann man schon fast wieder losfahren. Einmal den Rückwärtsgang rein. Weiß auch nicht, warum der immer erst gleich am Anfang vorwärts fahren muss. Keine Ahnung. So eine haben wir noch, ne? Die können wir gleich noch ausschmeißen. Gucken wir mal, wo da noch hier Kabeljau ist. Dorthin, ne? Ja. Wäre ich fast versucht. Fahren wir jetzt dahin. Schmeißen da noch eine Ladung raus. Ein Netzchen. Einmal beschleunigen hier auf Höchstgeschwindigkeit. Die nicht sonderlich hoch ist bei dem Teil. Ich glaube 10,6 Knoten oder so. Ist jetzt nicht so der Burner.
Oh, Leine raus. 30 Meter, 40, 50. Na komm schon, 70. Fertig. Hervorragend. Dann können wir einen Kurs hier hinsetzen. Aber die Beute oder den Fang holen wir in der nächsten Folge ein. Bis dahin würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.